So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX TV und ihr habt es euch gewünscht. Ich habe euch gefragt, ob ihr meine besten Deals zur Black Week, ja, zum Black Friday hin, Ende der Woche laufen die Angebote aus und ich habe euch meine besten Deals soweit zum Punkto Gaming, VR, ja, und alles, was man sonst noch so vielleicht an Hardware gebrauchen könnte, zusammengetragen. Ja, die Sachen, die ich hier habe, sind teilweise meine persönlichen Anschaffungen, die ich mir selber geholt habe und die ich mit euch teilen möchte. Es sind aber auch zum Beispiel, wie hier mit den Ryzen 7000ern unter AM5, einfach so viele krasse Angebote unterwegs, ja, dass ich euch hier die besten einmal zusammengetragen habe. Ganz ehrlich, ich bin ziemlich überrascht gewesen, wie krass teilweise die Preise diese Woche runtergegangen sind. Ja, und wenn ihr Bock drauf habt, ja, dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. Bis gleich. Ja, Leute, ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier beim ersten Paket hier an. Und zwar, ja, kommt das direkt von Amazon. Ja, von Kiwi Design. Und zwar habe ich vor nicht allzu langer Zeit hier für meine Oculus Quest bzw. Meta Quest 2, die ich auf dem Kanal schon ausführlich behandelt habe, da habe ich erst letztens von Kiwi Design ein YouTube Short gemacht und mit deren Elite Strap, das übrigens auch derzeit zu einem reduzierten Preis von gerade mal 69 Euro erhältlich ist, also da spart ihr gegenüber dem Normalpreis etwas über 20 Euro, wenn ich mich nicht irre. Und mit diesem Battery Pack ist das Ganze nicht nur eben flexibler. Ja, man kann die Brille einfach hochklappen und entsprechend dann leichter aufsetzen. Ja, einfach so aufsetzen, runterklappen, festziehen und das Ganze sitzt bombastisch. Also ist wirklich sehr, sehr praktisch das Teil und kann natürlich die Laufzeit der Quest 2 entsprechend um gut das Dreifache erhöhen. Ja, und dadurch, dass es eben hier dieses Battery Pack hinten hat, ist das Ganze deutlich besser austariert, ja, und nicht so frontlastig. Ist einfach, denke ich, eine richtig gute Anschaffung für die Quest 2. Also von Kiwi Design hier entsprechend das Elite Strap. Schaut euch gerne meinen YouTube Short dazu an. Und jetzt, ja, haben wir hier ein brandneues Produkt von Kiwi Design. Und zwar das Audio Strap. So, und obwohl das Teil gerade erst rausgekommen ist, ist es entsprechend auch jetzt reduziert. Ja, auch zu einem Preis von 71 Euro spart ich hier ebenfalls gut 30 Euro. Und ja, wir schauen uns das Ganze jetzt hier einfach mal an. Wir haben hier eine kleine Montageanleitung, wie man das Ganze Schritt für Schritt montiert bekommt auf der Quest. Wirklich eine Deluxe-Audio-Lösung. Es ist wirklich die komplette Kopfhalterung. Das heißt, wenn ihr eure Quest habt, ja, es ist nicht nur ein Upgrade in puncto Ton, sondern auch Komfort. Also ihr könnt euch sozusagen entscheiden, hey, wollt ihr eher das Elite-Strap mit zusätzlichem Akku oder habt ihr eher Bock drauf auf das Elite-Strap, ja, mit besserem Ton? Und ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier entsprechend dasselbe Ultra komfortable und richtig schön weiche, ja, synthetische Leder. Also das Ganze ist wirklich unglaublich soft gepolstert und kommt hier bei den Kopfhalterungen von Kiwi Design zum Einsatz. Und ja, im Kern ist das hier auch schon alles, was wir benötigen. Ja, da war ich schon sehr gespannt drauf, als das Produkt angekündigt wurde. So, wir haben hier tatsächlich ein paar On-Ear-Kopfhörer. Entsprechend ein schön kurzes, kompaktes Kabel extra für die Quest abgestimmt, damit wir die Audiolösung hier dran bekommen. Zack. Ja, das erste Mal, wenn man die Kopfhalterung von seiner Quest abmontiert, denkt man, man zerbricht sie. Ja, aber nur Mut. So rum ist links. Hier kommt das Teil jetzt draufgesteckt. Zack. Ja. Und dann haben wir die Kopfhörer. Entsprechend hier die Schalen, die Auflageschalen, wo das Ganze dann entsprechend hier auf die Quest draufgedrückt wird. Zack, eingerastet, vorne ansetzen. Ja, und dann einfach hier zusammendrücken. Ja, und dann haben wir schon hier unser Audio-Strap montiert auf der Quest 2. Und ich bin gespannt, wie hier der Ton sein wird. Ja, weil wir haben wirklich richtig schön gepolsterte Kopfhörer. Ja, die sind auch justierbar, ja, auch flexibel, also das Ganze dürfte gut auf den Ohren aufliegen. Ich bin jetzt gespannt, wenn ich die Brille einschalte. Also Kopfhalterung ist einfach bombastisch, ja.
die lassen sich, oh, das ging sehr intuitiv, also und ich bin direkt schon so ein bisschen abgekoppelt, ja, dadurch, dass es eben On-Ears sind, die sitzen auf den Ohren auf, ja, sehr bequem. Ich muss nur mal schauen, wo ich meine Controller habe, da sind sie. Und ja, ich werde jetzt Folgendes tun, und zwar habe ich vorhin einen VR-Film geschaut. Und zwar sind das die Attenborough's Conquest of the Skies Serien. Werde ich mir jetzt einmal kurz anhören. Okay, krass. Also ich muss zugeben, der Ton, er ist immersiver. Ja, das muss ich ganz klar sagen. Der Ton ist deutlich immersiver. Er ist immersiver, weil ich weniger von meiner Umgebung höre. Also man taucht wirklich stark ab. So, okay. Was ich auf jeden Fall festgestellt habe, ja, der Ton ist wirklich klasse. Ja, jeder, der entsprechend gerne Kopfhörer bei seinem VR-Erlebnis aufhat, ja, um einfach ein bisschen abgeschotteter zu sein, weil durch die offenen Kopfhörer der Quest selbst, ja, hat man nichtsdestotrotz eine gute VR-Erfahrung, keine Frage, aber dadurch, dass diese Kopfhörer eben auf den Ohren aufliegen, ja, nehme ich viel weniger von meiner Umgebung wahr. Und die Tonqualität, die ist sehr gut. Also gefallen tut mir das Produkt auf jeden Fall. Sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Persönlich, ja, bin ich aber relativ zufrieden mit den eigenen Quest-Lautsprechern und würde daher das Elite Strap mit Battery Pack bevorzugen, einfach weil man dadurch eine längere Spieldauer hat. Und jetzt kommt's. Ja, jetzt kommen wir nämlich zu meinem nächsten Black Friday Deal. Ja, ich hatte die Teile bestimmt so um die 5-6 Jahre im Einsatz. Ja, und das waren meine absoluten Lieblings-Studio-Kopfhörer. Die habe ich zum Streamen verwendet. Dadurch, dass sie eben einen offenen Aufbau haben, konnte ich meine Stimme immer selber hören und entsprechend, ja, nicht so laut rumschreien. Und zusätzlich auch für meinen Videoschnitt, ja, der Ton war erstklassig. Vor allem habe ich die Teile auch an meiner VR-Brille benutzt, ja. Jetzt habe ich sie aber beim Pendeln, im Zug, in der Eile liegen gelassen. Ich habe sie verloren und ja, die werden nicht mehr produziert. Das hier ist die HD598SR Special Edition und die wird nicht mehr produziert. Ja, und da ich eben eh auf der Suche nach einer neuen Audiolösung für meinen Videoschnitt war, habe ich mir entsprechend die neuen Sennheiser HD599SE geholt. Das ist in der Special Edition exklusiv auf Amazon ein Angebot, ja, für 79,99. Ja, das Ganze ebenfalls 30 Euro günstiger als der Normalpreis. Ja, ich habe die Kopfhörer beinahe vor dem Black Friday geholt, weil ich meine eben verloren hatte. Wir haben hier nämlich zwei Kabel mit dem Lieferumfang. Einmal ein langes, ich glaube 3 Meter Minimum, mit dem dicken Audioanschluss, ja, den werden wir nicht verwenden. Das Schöne ist an den Kopfhörern, ja, falls euch das Kabel mal auch zukünftig kaputt gehen sollte. Ja, ich habe die Teile fast 6 Jahre im Einsatz gehabt. Einfach drehen, zack, rausziehen und dann lässt sich das Ganze austauschen. Vom Bügel eben hier in Lederoptik, auch hier im Innenraum schön gepolstert. Sennheiser Branding, ja, sind schön flexibel. Die Ohrmuschel, ja, so wie bei dem Vorgänger, bei den 598, ebenfalls aus Velour, also schön weich gepolstert. Die Kopfhörer, die sind offen, wie ich euch schon anfangs gesagt habe, sprich, die lassen ein bisschen Ton nach außen hin raus. Ja, ich finde die Kopfhörer einfach unglaublich bequem. Ja, und auch gerade, weil ich so viel pendel, ist das gerade für meinen Videoschnitt oder aber auch zum Beispiel, um den einen oder anderen Film zu schauen, an dem Steam Deck, ja, einfach ein erstklassiges Sounderlebnis. Und jetzt zeige ich euch einmal ganz kurz, wie das Ganze hier mit der Quest aussehen würde. So, und das Schöne ist, wir können dann hier ganz einfach... So, Freunde, und das ist in meinen Augen und Ohren einfach die perfekte Lösung. Ja, es ist enorm komfortabel. Die Sennheiser HD599SE Special Edition mit dem Battery Pack. Wir verlieren nicht die räumliche Wahrnehmung, haben aber trotzdem den deutlich besseren Ton. Soundtechnisch, wie bereits gesagt, 6 Jahre approved und immer noch dieselbe Tonqualität. Das ist eben
eins zu eins der Nachfolger. Also, dann machen wir hier weiter, denn es gibt noch einige Deals, die wir gemeinsam zu besprechen haben. Ja, wenn ihr gerade auf der Suche nach einer MetaQuest 2 seid, dann gibt es derzeit über Amazon Frankreich einen richtig guten Deal. Hier ist die Quest 2 um satte 50 Euro günstiger und zusätzlich bekommt ihr derzeit Beat Saber als auch Resident Evil 4 im Bundle dazu. Also nicht nur, dass es derzeit richtig viel gutes Zubehör für die Quest 2 gibt, die Quest 2 selbst ist das erste Mal seit der Preiserhöhung wieder im Angebot. Naja, und jetzt geht's weiter an die anderen Deals, denn da ist noch einiges vor uns. Ja, und fangen wir doch einfach mal mit den Ryzen CPUs an. Ja, es ist nun ein paar Wochen her, seitdem die Ryzen 7000er mit AM5 gelauncht sind. Und ja, endlich sind die Preise am Fallen. Satte 25% sieht man hier die Reihe weg durch bei sämtlichen Ryzen 7000ern. Entsprechend, ja, angefangen mit dem Ryzen 7950X für 849 Euro in den Handel gekommen. Jetzt für 639 Euro, das sind 210 Euro günstiger als zum Launch und damit 25% günstiger. Beim 7900X von 669 Euro auf 505 Euro gefallen. Auch hier 164 Euro günstiger, das sind ebenfalls 25% Rabatt. Also das zieht sich ziemlich stringent durch. Beim 7700X ebenfalls von 479 Euro auf 379 Euro, 100 Euro Rabatt, das ist richtig krass, innerhalb von einer Woche einfach im Preis hier 21% runtergegangen. Der 7600X ebenfalls so ein krasser Preisfall von 359 auf 269 Euro, das sind 90 Euro weniger. Ja, und damit hätte ich nicht gerechnet, 25% auch hier beim kleinsten Ryzen 7000er. Damit macht ihr derzeit wirklich ein Schnäppchen. Links dazu werde ich jetzt nicht in die Infobox reinhauen, weil von Shop zu Shop, ja, gibt es unterschiedliche Angebote und da variiert so ein bisschen die Preisspanne. Ich wollte euch auf jeden Fall die günstigsten hier einmal präsentiert haben. Ja, und vielleicht ist das Thema Peripherie hier bei euch gerade relevant. Also benötigt ihr eine Maus, ja, Tastatur oder Mauspad? Cooler Master hat derzeit richtig krasse Angebote auf Amazon. Entsprechend angefangen hier mit der MM731, einer ultraleichten Wireless-Gaming-Maus. Ich werde die Sachen gleich auspacken. Ja, aber der Deal hier ist richtig brutal gewesen. Der Amazon Prime-Deal zur Black Week war 17,99 Euro. Also wirklich ein Schnäppchen. Wir machen weiter. Hier repräsentativ ist die CK721. Eine sogenannte 65% Layout-Tastatur gegenüber 60% bietet hier die 65% Tastatur ein bisschen mehr Funktionskeys, ein etwas gängigeres Layout und einfach ein bisschen mehr Platz, dafür aber deutlich mehr Komfort. Auch diese Tastatur ist komplett kabellos und kommt mit einem Wristrest, also einer Handballenauflage mit linearen Red-Switches. Und natürlich RGB, allem drum und dran. Diese Tastatur, ja, kostet etwa 125 Euro, ist ein bisschen mehr Premium-orientiert, aber ja, ein Deal. Ich habe es gerade gesagt, die Tastatur ist so ein bisschen repräsentativ für den Deal des heutigen Tages. Und zwar die CK622. Für 36,99 war genau das eine 60% Tastatur, ebenfalls kabellos und einfach ein unschlagbarer Deal. Zusätzlich dachte ich mir, ja, wenn ich mir schon ein komplettes Cooler Master Equipment hier auf den Schreibtisch stelle, ja, dann ist das MP860 Mauspad hier entsprechend mit RGB Bling Bling auf jeden Fall eine nette Spielerei. Ich würde sagen, bevor wir hier unser richtig geiles Cooler Master Setup auf dem Schreibtisch aufbauen, machen wir uns an das letzte Paket ran, denn das ist der Sponsor des heutigen Videos. Dementsprechend, ja, machen wir das Paket hier auf. Ich bin schon sehr gespannt drauf gewesen. Damit hat wahrscheinlich keiner gerechnet, dass das hier es in das heutige Video schafft. Wie bereits gesagt, das Ganze ist der Sponsor des heutigen Videos und entsprechend, ja, war ich schon gespannt drauf. Vor allem, wie ihr darauf reagiert. Ups. Ja, da ist unser kleines Komfort-Highlight. Ja, und zwar ist das ein sogenannter Shiatsu-Foot-Massager, also ein Fußmassagegerät. Ihr denkt jetzt gerade, was zum Henker? Ja, jetzt dreht der Kux TV wieder am Rad. Ein Fußmassagegerät, erst die Massagepistolen, jetzt ein Fußmassagegerät, was? Ja, ihr habt richtig gehört. Das Ganze ist ein sogar beheizbares Fußmassagegerät. Und das Coole ist, ja, abgesehen davon, dass es das Ganze in Weiß, Schwarz und Grau gibt, ist, dass das Ganze, ja, im Sitzen verwendet werden kann.
So, und wir machen das Ganze jetzt einfach mal auf. Ja, ihr kennt das. Es ist Winter, es ist kalt, ihr sitzt am Schreibtisch, wollt zocken und eure Füße sind kalt. Ich erzähle jetzt hier keinen Flachs. Ja, das geht mir oft so. Ja, gerade wenn ich morgens für euch meine Videos schneide, entsprechend dachte ich mir, hey, das ist eigentlich gerade für uns Gamer wirklich eine nice Sache. Ja, ich habe oft verspannte Füße, ich laufe viel und entsprechend ist der Alltag ja manchmal einfach echt stressig und da ist eine Fußmassage eine echt geile Sache. Jeder, der sich sowas schon mal gegönnt hat, weiß, ja, Massagen generell sind echt teuer und man muss dafür auch noch zusätzlich die Zeit finden. Wenn man das im Büroalltag ja einfach mal unterm Schreibtisch haben kann, ja, da dachte ich mir wirklich, das könnte eine geile Sache sein. Wir haben hier ein Netzteil mit dabei. Und das ganze Gerät ist relativ kompakt, ja, nachdem wir es jetzt ausgepackt haben. Das Schöne ist, diese Innenleben, ja, da wo man den Fuß reinsteckt, die sind wie so eine Socke aufgebaut und die kann man rausnehmen. Die kann man waschen und die kann man austauschen. Das heißt, ja, was Hygiene angeht, langfristig gesehen kann man dieses Gerät auf jeden Fall lange nutzen. So, jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, Alter, der verarscht uns. Kein Witz, ja, das ist ein Fußmassagegerät. Wir stecken da jetzt hier unser Fuß rein. Zack, zack und das fühlt sich richtig geil an, also ergonomisch. Und ja, wir haben hier eben mehrere Modi, wir können auf 15, 30 Minuten stellen, wir können mit oder ohne Heizfunktion das Ganze betreiben, wir können einen Luftkompressor und eine Knetfunktion in mehreren Stufen einstellen, ja, in Low, Medium und High. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an, ja, wenn ich dort meine Füße reinstecke und dann sage ich euch, wie ich das Teil finde. Denn tatsächlich habe ich das Teil gar nicht für mich selber explizit besorgt. Ja, ich werde es natürlich auch benutzen, aber die Geschenke, die man an seine Liebsten verschenkt und dann im Nachhinein selber nutzen kann, sind die besten. Ja, entsprechend bekommt rund um die Weihnachtszeit meine Freundin das Teil von mir als kleinen Joke geschenkt, weil sie liebt es. Ja, und das Gute ist, sie schaut meinen Kanal nicht. Ja, sie schaut dieses Video jetzt hier auch nicht. Und wird wahrscheinlich nie hören, dass ich das sagen werde. Aber sie liebt es, wenn ich ihre Füße massiere. Ja, die steht da voll drauf. Ja, nur ganz ehrlich, das macht man einmal als Typ, ja, weil man seine bessere Hälfte liebt. Aber das zweite Mal, ja, da hat man einfach keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Das ist anstrengend am Ende des Tages. Ja, habe ich jetzt ein Fußmassagegerät für 100 Ocken geholt, denn das ist der derzeitige Black Friday Deal. 20 Euro gespart, ja. Ja, und hoffentlich eine zufriedene Freundin. Und ja, vielleicht für mich auch ganz nice. Das ist ziemlich geil, Leute. Oh mein Gott, ich komme nicht drauf klar. Also damit zocken, ja, und euer Setup ist perfekt. Also da ist richtig krass Variation drin. Oh mein Gott, jetzt hier im oberen Bereich. Also es könnte fast schon so eine Saw-Gerätschaft sein, ja. Also du steckst deine Füße rein, bekommst sie nie wieder raus. Also wirklich, ich kann hier bei einfach sitzen und arbeiten. Und währenddessen werden mir meine Füße massiert. Meine Freundin wird mich lieben. Der Mountrax Shiatsu Foot Massager, das Fußmassagegerät, gibt es auf Amazon. Auch dazu findet ihr den Link in der Infobox. Also, ey, das erweitert wirklich meine Gaming-Schreibtischerfahrung auf ein neues Level. Also, ich kann mir das auch im Wohnzimmer vorstellen. Boah. Alles klar, da ist so viel Variation drin. Das ist so, als ob hier... Das ist bestimmt so ein kleines Äffchen, das in diesem Kasten gefangen ist. Aber dieses Äffchen macht einen richtig guten Job. Oh mein Gott, ist das geil. Okay, mal gucken, ob ich meine Füße rausbekomme. Ohne Probleme. Also das Ding hat auf jeden Fall bestanden. So, fangen wir dann doch einfach mal mit der Maus hier an. Ja. Und die kommt eben so zu euch. 59 Gramm, ultra, ultra leicht, dazu eine ultra hohe, präzise 19.000er DPI. Das ist einfach richtig krass und ja, zudem ist das Ganze nicht nur kabellos, sondern auch über USB-C ladbar und natürlich auch kabelgebunden nutzbar. Und das Schöne ist, obwohl sie so leicht ist, ja, ist sie nicht super klein. Ja, wir haben hier eine Maus, die ist ergonomisch, ja, und ist genau meine Passform. Ja, das ist richtig nice. Zusätzlich haben wir sehr, sehr gute Trackpads und wir haben in dem Mausgehäuse, ja, eine kleine versteckte Kammer, wo sich unser Wireless-Dongle verbirgt, ja, damit wir das Ganze nutzen können.
lässt sich entsprechend zum Transportieren hier einfach drin verstauen. Zack. Und dem USB-C. Wir haben zwei seitliche Tasten. Ansonsten, ja, was mir gut gefällt, relativ stealthy, nicht zu laut. Und ja, das ist einfach ultra nice, dass das so ergonomisch ist. Dadurch kann man auch die Maus besser anheben. Und ja, designtechnisch auf jeden Fall ein schickes Teil. Ja, so die MM731 zu dem Preis wirklich unschlagbar. So, dann machen wir mal weiter hier mit dem Mauspad. Ja, das MP860 und ihr seht schon Dual-Sided Gaming Mauspad mit RGB. Ja, es ist ein beleuchtetes Mauspad und zusätzlich hat es zwei Oberflächen. Einmal eine Stoffoberfläche, so wie viele es gewohnt sind. Ich aber habe schon seit sehr, sehr langer Zeit entsprechend glatte Oberflächen, ja, mit denen ich mit sehr, sehr hoher DPI entsprechend ja, meine besten Ergebnisse bekomme, gerade im Videoschnitt, wenn ich präzise arbeite und ja, vor allem meine Hand nicht zu sehr bewegen möchte. USB Typ A, ja, für die Stromversorgung von dem Mauspad. Ich finde das immer ganz nice, ja, gerade wenn man im Dunkeln am Schreibtisch sitzt, zockt oder arbeitet vielleicht, ja, dann macht das auf jeden Fall einiges her. Ja, hier haben wir die Stoffoberfläche. Ja, und ich denke, der Star der Show ist die CK721 Tastatur. Wie bereits gesagt, es sind mechanische Switches, ja, und zwar rote. Hier das 65% Hybrid Layout. Auch haben wir hier einen USB-A auf USB-C Adapter und einen Key Switch Remover. Das heißt, wir können damit auch die einzelnen Caps, ja, hier rausziehen, aber mit etwas Geschick lässt sich das auch ohne machen. Ja. Sprich, wenn ihr das Ganze mal zur Reinigung rausnehmen wollt. So, denn die Tastatur hat hier seitlich geschliffene Kanten. Die sehen einfach richtig stylisch aus und unterstreichen einfach diese Aluminium-Oberfläche. Das sieht einfach sehr, sehr hochwertig aus. Ja, genauso wie auch hier unser Drehrädchen. Auch komplett aus Metall alles gefertigt. Hat einen Knopf, ja, als auch zum Muten zum Beispiel, lauter, leiser stellen, aber hier können wir entsprechend mehrere Funktionen drauflegen, was auch immer ja, uns einfällt und entsprechend bestmöglich in unseren Einsatz passt. Entfernen, Bild oben, Bild unten, hier als Seitenteile gegenüber dem herkömmlichen 60% Layout haben wir hier entsprechend ja, fast schon wie eine TKL, eben trotzdem ein bisschen kompakter. Wir haben hier auch richtig schön dicke Standfüße, mit denen sich das Ganze dann problemlos auf dem Tisch platzieren lässt. Ja, da rutscht nichts. Das Ding ist bombenfest auf dem Tisch. Ja, dann unser Wristrest. Sehr präzise. Hört sich gut an. Auch hier, ja, puncto Wireless, haben wir an der Seite eine kleine Öffnung, wo wir unseren USB-Dangle drin haben. Nichtsdestotrotz, ja, mit USB-C und dem beiliegenden Kabel lässt sich das Ganze sowohl laden als auch betreiben. Ja. Schöner Sleeve. Also soweit, ja, auf jeden Fall ein richtig geiles Traum-Setup. Ja. Von der CK721 zum MP860 Mauspad und der MM731. Ja, innerhalb der Amazon Black Week im Angebot gewesen. Das Ding ist, ja, diese Sachen sind ausverkauft. Tatsächlich, die Deals sind so schnell weg gewesen. Und entsprechend möchte ich euch, ja, in dem Video hier eine kleine Möglichkeit geben. Ja, und zwar dieses Setup hier, sowohl das Mauspad, die Tastatur, als auch die Maus im Bundle zu gewinnen. Ja, denn Cooler Master hat das Ganze für euch freundlicherweise gesponsert, ja, unter dem Video einfach kommentieren, Hashtag Cooler Master. So Freunde, das war's soweit zu meinem kleinen Special rund um die Black Week Sales und den Black Friday. Ja, ich werde sämtliche Links zu den Produkten, die ihr heute gesehen habt, in die Infobox hauen. Ja, sei es jetzt die Tastatur, Maus, Mauspad, zu dem Deal zu Amazon Frankreich und der Quest 2, dem Kiwi Design Audio Strap als auch Elite Kopfhörer, auch zu dem Teil hier, zu dem Fußmassagegerät
von Mautrax. Ja, damit war's das. Ich hoffe, ich konnte den ein oder anderen heute unterhalten, belustigen und vielleicht auch ein kleines bisschen bereichern. Denn wie bereits gesagt, die gesamten Cooler Master Produkte, angefangen mit der Maus, dem Mauspad und der Tastatur, gibt es als großes Bundle, ja, fast 200 Euro Warenwert, wenn man sich das so vor Augen führt. Gibt es einen glücklichen Gewinner, der entsprechend in den Kommentaren unter Hashtag Cooler Master, der pusht gerne auch die Daumen nach oben. Und dann werde ich meine Freundin Glücksfee spielen lassen. Ja, und die wird dann ganz unparteiisch einen von euch auswählen, der dann das gesamte Paket zugeschickt bekommt. Ja, ich werde mich dann mit dem oder derjenigen in Verbindung setzen. Ja, also schön eure Kommentare im Blick behalten. Ich werde, denke ich, das Ganze nicht allzu lange laufen lassen. Wir haben jetzt den 22. sagen wir eine Woche, ja, bis nächste Woche Mittwoch nach dem Black Friday sozusagen. Bis dahin, ja, bleibt mir nichts weiteres zu sagen als danke fürs Einschalten, Gaming Fitness, that's you see on GaxTV.